Eine der besonders interessanten Sachen bei Jupyter, bei vielen Programmen, ist, dass man das Ganze auch interaktiv machen kann. Ich habe jetzt hier schon mal zwei nötige Sachen importiert, Pandas und Matplotlib, und jetzt brauchen wir noch was weiteres, und zwar von IPyWidgets. Widgets, Import, Interact. Mehr brauchen wir nicht, nur diesen einen Befehl. Das ist IPython und dann Widgets, sind ja diese kleinen Programmchen. Dann lasse ich das Ganze hier erstmal laufen. Und dann lade ich noch eine Datei ein, und zwar wieder eine GeoRock-Datei. Diesmal ist es bustercraton.csv. Und dann schaue ich mir noch an, was für Kategorien es da hat. So, und so sieht das Ganze dann aus. Wenn ich noch die Datenbank selbst mal sehen wollte, das ist wie immer irgend so was relativ Großes dann. Deshalb auch nicht wichtig, dass man es dargestellt hat, sondern die Kategorien, das ist das, was entscheidend ist. Und dann mache ich als erstes mal einen Plot. Und zwar will ich ein Element 1 haben, und das soll jetzt mal Natrium sein, und ein Element 2, und das soll jetzt mal Kalium sein. Und dann mache ich einen Scatterplot dieser beiden Elemente, also aus diesem Dataframe extrahiere ich dann Element 1, also diese Serie oder diese Spalte für die X-Achse, und Element 2 für die Y-Achse, und lass mir das Ganze dann darstellen. Und dann kriege ich hier erstmal schon einen sehr schönen Plot. Und jetzt wäre es ja eigentlich gar nicht unpraktisch, beziehungsweise ist es hier schon praktisch, dass ich hier statt Kalium auch einfach kurz Mangan eingeben kann oder sonst irgendwas. Aber noch praktischer wäre es, wenn ich vielleicht nicht hier das Ganze mal eintippen müsste in der Form, sondern vielleicht einen Befehl hätte, sodass ich jedes Mal den Befehl aufrufen kann und hier einen Plot machen kann. Und deshalb möchte ich mal hier so einen Befehl definieren. Das funktioniert ja wie folgt. Der von den Befehl nenne ich Plot Data, und reingehen sollen hier eben Element 1 als eine Variable und Element 2 als die weitere Variable. Dann brauche ich einen Doppelpunkt, dann kriege ich hier so ein Indent, und dann mache ich hier wieder das gleiche wie eben, den Scatterplot mit EL1 und EL2. Und Return soll dann sein die Darstellung von diesem Plot. So, das ist der Befehl erstmal. Und dann führe ich den Befehl aus, also Plot Data, und dann schreibe ich hier eben rein EL1 und EL2. Das sollen die von hier oben sein. Die kann ich ja mal der Übersicht halber hier unten mit rein kopieren, führe das aus, und dann jetzt hatte ich hier vergessen, es muss natürlich der Data Frame sein, aus dem ich EL1 raus extrahiere, und hier auch der Data Frame. So, jetzt soll das funktionieren, und dann kriege ich hier wieder die Darstellung. Jetzt kann ich das hier machen, und jetzt habe ich einen Befehl, der mir diesen Plot darstellt. Und jetzt möchte ich den Plot mal ein ganz klein bisschen schicker machen auch noch. Zum einen sind es hier offensichtlich ppm, das Ganze soll aber in Weight Percent dargestellt werden, das heißt, ich teile das Ganze hier durch 10.000, also jeweils die Werte der X- und der Y-Achse durch 10.000, und dann sind das hier schon mal Gewichtsprozent. Und dann möchte ich ein X-Label haben auf der X-Achse, also EL1 soll auf der X-Achse. So, und jetzt eine kleine Neuerung. Ich möchte jetzt hier noch, dass dabei steht eine Einheit, nämlich Gewichtsprozent. Und das hier ist ja ein String. Also einfach nur Zeichen, in Anführungsstrichen. Ja. Das Ganze kommt ja hier raus, hier sind ja Anführungsstriche, so sieht EL1 aus. Und wenn ich einen zweiten String dazu mache, dann addiere ich den einfach zu Plus als String und schreibe hin Gewichtsprozent oder mache noch ein Leerzeichen und dann ein Gewichtsprozent. Und dann führe ich das mal aus und dann rufe ich den Befehl auf und dann steht da auf der X-Achse Natrium in Gewichtsprozent. Wunderbar. Dann mache ich das gleiche noch für die Y-Achse, also Y-Label, Element 2, dann plus dieses Gewichtsprozent.
Und jetzt habe ich einen Plot und hier steht schon Kalium im Gewichtsprozent gegen Natrium im Gewichtsprozent, schon deutlich besser, wenn ich hier Mangan hinschreibe. Das bleibt natürlich jetzt alles immer leicht und steht hier Mangan gegen Kalium oder Mangan gegen Chrom und so weiter. Offensichtlich gibt es für Chrom keine Werte und vielleicht Titan. Da gibt es dann ein paar Werte, vielleicht sogar ein bisschen eine Korrelation. Also hier habe ich jetzt schon einen Befehl, mit dem ich sehr einfach diese Daten, diese GROK-Daten hier darstellen lassen kann. Ist alles noch nicht so ganz interaktiv. Und das will ich jetzt im letzten Schritt machen, denn das ist tatsächlich auch an sich mit der einfachste. Dafür benötigt man diesen Befehl interact. So, und jetzt rufe ich den Befehl aus, plt_data. Und diese beiden Elemente hier, die muss ich jetzt allerdings separat eingeben. Und ich will jetzt mal kurz umbenennen. Ich nenne das jetzt mal x-axis-data ist gleich. Und hier kommt dann eine Liste von Elementen, also zum Beispiel Silizium, Titan, Aluminium, Chrom. Chrom lasse ich mal weg, da gab es ja gar keine Werte. Manchmal Eisen, Magnesium und vielleicht noch Mangan und dann soll es auch gut sein. Allerdings muss diese Variable dann auch hier in dem Befehl stehen. Also hier darf nicht mehr L1 stehen, sondern hier muss dann auch dieses X-Axis-Data stehen. Und dann entsprechend hier drin auch und hier drin auch. Und L2 sollen dann Y-Axis-Data sein. Also mache ich hier Y-Axis-Data rein. Entsprechend auch hier und entsprechend auch hier. So, und dann gibt es hier auch noch eine, eben diese Y-Axis-Data, und da kommt auch diese Liste hier rein. Und so ist gleich das hier. So, jetzt habe ich, rufe den Befehl auf, und jetzt soll als X-Axis-Data, also das hier oben, soll es diese Liste sein, wird gleich klar, was es ist, und für Y dieselbe Liste. Und dann führe ich das aus. So, jetzt habe ich mich wahrscheinlich irgendwo, muss jetzt hier oben erst ausführen, das habe ich noch nicht gemacht. Also hier oben den Befehl, habe ich ja gerade hier diese Werte geändert, dann muss ich den Befehl natürlich auch ausführen. So, und jetzt bekomme ich so Dropdown-Menüs. Jetzt kann ich auswählen von diesen Elementen, die ich hier eingegeben habe. Und dann kommt das auf die X-Achse. Also Aluminium, vielleicht will ich Aluminium-Titan darstellen, dann mache ich auf der Y-Achse Titan. Jetzt habe ich Aluminium-Titan. Oder Eisen-Mangan, mache ich hier Eisen auf die X-Achse und Mangan auf die Y-Achse. Offensichtlich gibt es auch kein Eisen. Da nochmal Silizium. Also Silizium-Mangan gibt es. Eisen scheint es auch keine Daten zu geben. Dann mache ich das gleich mal aus der Liste hier raus. Das irritiert es ja nur ein bisschen. Und führe das nochmal aus. Jetzt habe ich dann nur die Elemente, die auch tatsächlich irgendwie Werte haben. Aluminium, Magnesium, eine sehr schöne Korrelation. Also mit abnehmendem Magnesium nimmt Aluminium zu. Das macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn, dass vielleicht Olivin fraktioniert wird und dadurch wird das ganze Aluminium reicher. Und das Magnesium wird weniger. Kann man hier sofort erkennen. Jetzt kann man noch eine kleine Sache machen. Jetzt habe ich diese Liste zweimal und wenn das zweimal ist, das wollen wir eigentlich nie. Deshalb lösche ich das oder schneide es mal aus und schreibe in Elements und hier drüben auch. Elements und dann mache ich hier Elements ist gleich diese Liste und dann funktioniert es natürlich genauso. Hier ist jetzt Elements und hier stehen diese Elemente. Das heißt, dann muss ich noch in eine Liste vielleicht was hinzufügen, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es Vanadium-Daten, mal schauen. Jo, Vanadium gibt es, also Vanadium-Titan könnte ich dann zum Beispiel plotten, auch eine schöne Korrelation und so weiter. Und das sind interaktive Elemente, von denen gibt es noch mehrere, das jetzt erstmal zum Einstieg hier und das ist natürlich sehr praktisch, um solche Sachen dann sehr schnell und einfach darstellen zu können.